Ja. Wir gratulieren den UTC Loretta. Keiner wird es wagen, den UTC zu schlagen. Drum, liebe Leute, hört mal her. Holt den Thomas Muster her. Ja, ich kann nicht mehr reden. Wir wollen planen. Ich kann nicht mehr in Ruhe. Ja, Marc. Das zweite 5 zu 4. Bitte schon, ich habe die Kamera ja nur mitgenommen bei einem Erfolg, sonst hätte man es ja gar nicht auftrat. Aber leider selber gespielt, sonst hätte man das entscheidend. Hätte man natürlich was gefilmt, aber diese Abre-Tennis-Szenen werden natürlich jetzt wieder online gestellt, natürlich. Und dieser geniale Erfolg vom Samstag, den haben wir jetzt auch in einer gewissen Weise wiederholt, hier in der ersten Klasse. Auch ein noch spektakulärer als beim Kurz am Samstag. Ein 1 zu 4 haben wir noch in ein 5 zu 4 umgewandelt. Andi hat die letzte Partie gespielt, die ausständige bei 1 zu 4, war bereits einen Satz und 4 zu 5 hinten und hat bei 15:30 gegen das Match aufgeschlagen, hat die Partie umdrehen können. Dank mannschaftlicher Unterstützung. Bitte. Ja, heute war es so, heute war die Mannschaft heute wirklich voll. Heute Einheit, heute, ja. Heute kann man sagen, so kann man weiter schon spielen. Und dann alle drei Doppel gewinnen nach alter Tradition. Dann muss man auch dem Mannschaftsführer ein Kompliment machen, der für diese Taktik verantwortlich war. Selbstverständlich, ohne irgendeine Absprache, eigenmächtig. Aufgeschrieben, ich habe gesagt, ich lasse mich jetzt überraschen, was der Herr Hanel aufschreibt. Sonst sind wir wieder der böse Bub, wenn wir da was kritisieren. Ich rede ihm lieber nichts. Ich konzentriere mich auf mich selbst, habe ich mir gedacht. Und da hast du genug zum Tun, lieber Marc. So, dann sehen wir ein paar Nockerte. So wie alle einen Psychiater. Auch Gutzi und Ottl, die wirklich ein schweres Doppel gespielt haben heute, haben es auch noch umgedreht, noch 5-7-0-3 und dann die Partie. Das ist wirklich Teamgeist, Loret, der bekannte Loretto-Teamgeist, das hier natürlich wieder. Marc, und jetzt noch eine Stellungnahme. Also, da müssen wir, aber das ist das Gegenlicht. Was soll ich sagen? Verletzung, zweite ernste Partie gespielt. Ein Doppel völlig runtergelassen am Samstag, ohne Motivation. Ein Einzel eigentlich gut gespielt. Und da jetzt nicht gewusst, wo man steht. Und das ist halbwegs gegangen. Vor allem, ich spiele in so einem Doppel auch die Nerven eine Rolle. Es ist nicht so, dass man da jetzt einfach locker spielt. Bist du ein nervenstarker Spieler, Marc? Ich weiß es nicht. Manchmal haue ich sie weg, die Nerven, und manchmal habe ich keine Nerven. Dann findet das wieder. Aber heute war es so, dass wir heute wollten wir unbedingt das umdrehen, das haben wir geschafft. Und ich habe immer gesehen, die sind trauer, und deswegen haben wir auch nicht locker gelassen. Der dritte Satz, da waren wir eigentlich zu dominant. Das stimmt. Kollektiv waren wir doppelt heute. War ein ganz wichtiger Sieg. Zweites knappes 5 zu 4. Wobei sind wir jetzt schon gerettet? Immer nicht. Mit zwei Siegen ist man noch immer nicht gerettet. Aber jetzt ist es natürlich leicht, noch einmal zu gewinnen. Bei der verbleibenden Spielauslosung, die wir haben. Alles klar. Gegen wen rechnest du dir noch Chancen aus? Großer Freund wird ein Sieg werden. Alles andere ist eine Draufgabe. Neufeld, Bornstein, wenn sie folgen, werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Es wäre Zeit, dass wir uns einmal dort aufsetzen, wenn Neufeld vor allem mit der Zweiermannschaft. Ja, da könnte es wieder zum Duell kommen. Olrom Gamse, Olrom Lang, Olrom Pleninger. Okay. Vergesst auch nicht die Ockauer. Die sind nämlich auch ein recht gutes Kollektiv. Das wird auch nicht viel leichter als da werden. Verstehe. Und schöne Grüße an den Armin. Gell? Das Armin ist jetzt ein echtes Video mit einer guten Qualität. Ja. Und ja, wie gesagt, das Wochenende hat einfach uns gehört. Ganz einfach. Sehr gut. Also, gut, ein abschließendes Wort. Wie geht das Derby heute aus? Stotzing Loretta. Das Bezirksdarbys große 5-4 zu 4 gewinnen. Ui, können wir mit unserer Unterstützung da was umdrehen? Ja, solange das Bier nicht ausgeht, werden wir das versuchen. Sehr gut. Na, dann schauen wir uns das an. Definiert euch bitte, das musst du aber anschauen, seine Definition da rund um die Lebensmittel. Darf ich das überhaupt filmen? Gut, du musst aber in Schatten gehen, sonst sieht man das nicht, gell? Sieht man nur Heubert. Oh, Gutzi. Das ist ein Wahnsinn. So viel Licht ist dieser Mann ist Single. Ja. Ja, das geht. Bewerbungen bitte an den UTC Loretto. Die Adresse finden Sie im Internet. Wir leiten das gerne weiter. Aus, bitte schickst das gleich zu Spira. Aus Privatgründen, um die Privatsphäre zu schützen, dürfen wir die E-Mail-Adresse von Manfred nicht direkt bekannt geben. Über den UTC Loretto leiten wir Anfragen gerne weiter. Immer hier reinreden, besser, dann wirst du bei deiner Stimme.